Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Markus Weinzierl steht beim VfB Stuttgart unter Druck. Urheberrecht Getty Images, 14. Februar 2019, 12.30 Uhr. Mit der Ernennung von Thomas Hitzlsperger zum neuen Sportvorstand erhofft sich auch Trainer Markus Weinzierl neuen Schwung für das VIP-Team. Stuttgarts angeschlagener Trainer Markus Weinzierl erhofft sich vom neuen Sportvorstand Thomas Hitzlsperger im Abstiegskampf wichtige Impulse. Ein Neustart habe einen gewissen Charme, neue Ideen, neuer Schwung, eine positive Stimmung. Ich hoffe, dass das ansteckt und die Jungs mitnimmt, sagte Weinzierl vor dem Bundesligaspiel am Samstag gegen RB Leipzig. Bundesliga, VfB Stuttgart, RB Leipzig, Samstag ab 15.30 Uhr im Live-Ticker. Hitzlsperger, 36, hatte am Dienstag Michael Reschke abgelöst. Am Mittwoch redete der frühere Nationalspieler der Mannschaft ins Gewissen. Dies sei eine gute Ansprache gewesen, sagte Weinzierl, betonte aber auch, es zählt nur die Leistung auf dem Platz. Die Spieler müssen es regeln. Wir müssen nach vorne schauen. Weinzierl, keine Angst vor Entlassung. Beim jüngsten 0:3 im Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf hatte sich der VfB desolat präsentiert. Wir wissen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen, wir müssen auch mal in der Außenseiterrolle überraschen, sagte Weinzierl, über eine mögliche Entlassung mache er sich keine Gedanken. Als Trainer lebst du von Spiel zu Spiel, da musst du die Ziele erreichen, sagte er, wohlwissend, dass du als Trainer für die Situation verantwortlich bist, und die ist schlecht. Wir, und auch der Trainer, brauchen Punkte. Jetzt das aktuelle Trikot des VfB Stuttgart kaufen, hier geht's zum Shop. Anzeige verzichten muss Weinzierl gegen RB auf Dennis Augo, Wadenverletzung, und Timo Baumgartel, der weiter an den Folgen einer Gehirnerschütterung leidet. Nicolas Gonzalez fehlt, rot gesperrt. Für ihn sei im Angriff Mario Gomez die erste Option, sagte Weinzierl am Donnerstag. Punkt. Radikale Wechsel in seinem Team schloss er trotz der jüngsten Enttäuschungen aus.